zahlreiche Länder werfen Israel ja Kriegsverbrechen, völkerrechtswidriges Agieren im Libanon vor, darunter auch die libanesische Regierung selbst oder auch der EU-Partner Spanien. Da würde mich interessieren, teilt denn die Außenministerin diese Einschätzung der libanesischen Regierung oder halt auch des EU-Partners Spaniens oder plant sie, das Agieren Israels gegenüber dem libanesischen Partner zu verteidigen? Herr Wabik, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich auf Ihre quasi Ja- oder Nein-Frage antworten soll, sondern ich kann noch mal darauf verweisen, dass die Ministerin ja gerade vor Ort ist, um für die Bundesregierung im Gespräch mit den Ansprechpartnern Lösungen auszuloten in einer wahnsinnig schwierigen Situation zur Frage von Völkerrechtsverletzungen. Das wissen Sie. Ist es nicht an uns, dies letztendlich zu befinden, sondern das sind Fragestellungen, die von unabhängigen Gerichten üblicherweise vorgenommen werden auf Basis von Untersuchungen. Insofern, glaube ich, möchte ich noch mal betonen, dass die Ministerin vor Ort ist, um im Rahmen der Pendel- und Krisendiplomatie einen Beitrag dazu zu leisten, auszuloten, wie es zu einer friedlichen Lösung kommen kann. Nachfrage? Aber es ist doch von entscheidender Bedeutung für die Gespräche, die Frau Baerbock in Beirut führen wird, ob sie davon ausgeht, dass Israel im Libanon Kriegsverbrechen begeht oder nicht. Und sie wird ja dazu auch eine Haltung entwickelt haben, sonst macht das ganze Treffen ja keinen Sinn. Also ich stimme erstmal Ihrer Annahme nicht zu, die Sie in Ihrer Fragestellung gestellt haben. Ich verweise noch mal auf das, was ich sagte, und das hat Gültigkeit und ist einfach nun mal so, dass entsprechende Befindung darüber letztendlich nicht von politischer Stelle getroffen wird. Das machen wir hier nicht, das wissen Sie. Und Sie wissen auch, das habe ich, glaube ich, eben schon gegenüber Herrn Tofik Nia gesagt, dass wir uns besorgt über das Ausmaß von militärischem Vorgehen der israelischen Seite geäußert haben. Das macht die Ministerin auch. Gleichzeitig aber natürlich, dass die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts Israels klar ist und das muss Grenzen des humanitären Völkerrechts haben. Die Ableitung des Ganzen machen andere, das machen unabhängige Stellen. Weitere Fragen nochmal zu diesem Thema, Herr Wabik? Dann würde ich gerne wechseln, weil wir haben wirklich eine Reihe weiterer Themen. Nur eine kurze Verständnisfrage, weil Sie meinten, das obliegt unabhängigen Gerichten. In der Endinstanz haben Sie ja recht, aber jetzt gibt es ja mindestens 13 Länder, die die Genozidklage Südafrikas vor dem IGH unterstützen. Und Deutschland ist das einzige Land, das die andere Seite wählt und Israel unterstützt. Das war ja sehr wohl ein politischer Akt. Da sehe ich zumindest einen gewissen Widerspruch unter Ihrer vorherigen Aussage und der Tatsache, dass Deutschland Israel vor dem IGH beisteht. Also ich glaube, da müssten wir noch mal auf die diversen Austausche, die wir hier schon hatten, zum Thema IGH rekurrieren. Ich glaube, das können Sie alles nachlesen. Deutschland ist quasi im IGH-Verfahren keine beteiligte Partei, sondern hat, wie das üblich ist im internationalen Recht, im internationalen Völkerrecht, eine Positionierung im Grundsatz abgeben können. Das kennen Sie auch, das haben Sie verfolgen können. Insofern gibt es hier keinerlei Widerspruch. Aber ja, Deutschland hat hier an dieser Stelle und auch vor den internationalen Gerichten klar die Haltung zum Ausdruck gebracht, dass wir den Völkermordvorwurf nicht für stichhaltig sehen, weil es eine klare Definition gibt, was ein Genozid, ein Völkermord ist. Das ist die intentionale Zerstörung einer ethnischen, religiösen Gruppe und das können wir nicht erkennen. Und in der Form, glaube ich auch nicht, sind wir nicht das einzige Land, das sich entsprechend geäußert hat. Ich verweise aber noch mal auf den ausführlichen Austausch, den wir hier schon hatten, auch der Regierungssprecher. Das können Sie alles noch mal nachlesen zum IGH. Dann würde ich gerne das Thema.